Ich grüße euch, liebe Imperianer. Herzlich willkommen zur ganz besonderen Burgenfolge. Ja, ich bin heute hier auf einem coolen Server, und zwar dem Spieleaffe-Server. Einmal war ich ja schon hier zu Gast. Und wie ihr seht, ich habe hier eine kleine Burg gemacht. Ich bin auch schon in der Alli. Na, Republikaner. Geht, ja, ist eine recht süße Allianz. Bisschen, nicht so ganz reges Treiben, ja. Aber das Gute war, dass ich, als ich die Quest hatte, sucht euch eine Allianz, ist ja jetzt neu. Es gibt Allianzen, da braucht man keine Anfrage schicken. Die nehmen einen dann direkt auf, und da war ich wirklich froh, dass ich dann direkt bei denen untergekommen bin. Ja, bin auch schon Level 9, ich habe die Burg gestern hier gemacht, und ja, macht Spaß, nochmal jetzt hier so eine kleine Burg zu machen. Ich bin aber hier, weil sich drei Leute für die Burgenfolge beworben haben, die hier auf dem Spieleaffe-Server ist. Die Burgen befinden sich auf dem Spieleaffe-Server. Und ja, einmal ist das der Cheater, der ist, glaube ich, auch schon in freudiger Erwartung, dass ich seine Burg zeige. Leider muss ich euch sagen, ich kann jetzt hier nicht Vollbild aufnehmen, denn es springt immer wieder zurück ins normale Fenster. Das ist halt so bei diesen ganzen Spieleservern, wo man die Spiele zocken kann. Die haben halt immer, ich glaube, das nennt man Inbildfenster. Inbildspielefenster, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat das eine besondere Bedeutung. Und leider kann ich jetzt aber heute, da ich so eine kleine Burg habe, nicht in eure Eiswelt schauen oder in die Sandwelt. Ich kann nur in die grüne Welt gucken, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, dass ihr dabei seid. Der Cheater sitzt auf der 527628. So, wow. Level 63, Ehre 1557 von den Wolf Empire, Großfürst, der Cheetah. Schauen wir uns die Hauptburg an. Wuhu! Ja, da baut sich die tolle Hauptburg auf. Ui, guck mal, ich sehe. Oh! Was ist das? Verfluchtes Land. Ich glaube, das war vom Dornenkönig. Kann das sein? Das habe ich jetzt, das erste Mal. Wahnsinnig cool. Der Thron des Nekromanten steht hier drin. Die Wellenbraut, der tödliche Seegang. Stallungen noch auf 1. Der Forscherturm auf 2 natürlich. Guck mal hier, die Dornenmaid. Oh, toll. Schöne Sachen. Bäckerei Stufe 2, bist also kein Full-Ruby-Spieler. Ja, tut mir leid, dass ich deine Burg jetzt hier nicht so ganz komplett zeigen kann, aber ich sag ja, wenn ich in Vollbildmodus gehe, dann klappt das nicht so ganz mit der Aufnahme. Es tut mir wirklich leid. So, dann schauen wir mal, was hast du denn für APs? 2x8er, 1x6er Nahrung. Das. Okay, der ist noch ziemlich neu. Da sind die Farmhäuser noch auf Stufe 3, hier ist noch 1 auf 5 und da ist schon 1 auf 8. Okay, den hast du noch gar nicht so lange. Auch noch keine Bäckerei drin, aber die kann man sich ja Gott sagen. Aber Hauptsache der Baukran, ne? Der Baukran ist drin, aber noch keine Bäckerei. Okay. So, schauen wir mal die beiden anderen Burgen. Das ultimative Holz-APDC. Das ultimative Holz-APDC. Das ultimative. Ultimative. Wow, hier ist schon eine Bäckerei auf Stufe 2 und die Stallungen auf Stufe 2. Dieser AP ist auf jeden Fall deinem Level gerecht. Sehr schön. Da wirst du dann noch einen Park hinbauen, denke ich mal. Oder nee, die Bäckerei ist ein bisschen zu groß. Da wird kein Park mehr hinpassen. Glaube ich zumindest. Ich will mich jetzt nicht festlegen. Aber auch schon die Türme hoch. Hast du alle hoch? Sehr schön. Ja, blöd, dass ich jetzt hier so rumwurschteln muss. So, und der letzte AP. Holz-APDC. 97 Klicks entfernt von meiner Burg. Ui, so weit bist du gar nicht weg von meiner Burg. Und der sieht genauso aus wie der andere, nur hier fehlt eine Bäckerei, ne? Ne, da ist eine auf 1. Eine auf 1. Okay, dann hast du auf jeden Fall jetzt, wenn du Level 70 bist, Zeit, die ganzen großen Türme anzugreifen, denn da gibt es eine Menge und da kannst du eine Menge Rubis und da kannst du dann schön deine Bäckereien aufbauen. Leider funktioniert es auch nicht. Ich habe vorhin geguckt, wenn ich auf Vollbildmodus gehe, kann man ja hier leider nichts eingeben. Ne? Das ist ja Gott sei Dank bei den anderen Spielen bzw. bei den richtigen GGS-Seiten anders. Leider geht es hier nicht, deswegen kann ich auch leider nicht ja, meine Vollbild-Modi hier drehen. Du bist 99,4 Klicks von meiner Burg entfernt. Komm, so weit bin ich gar nicht von deiner Burg hier auf der Karte geploppt, ne? Als nächstes kommt ein Mitglied deiner Allianz, ja? Da habe ich jetzt auch leider überhaupt gar keine Koordinaten. Deswegen muss ich nochmal kurz auf deine Burg, auf die Info, auf die Allianz-Info. Und einmal ein Wolf, immer ein Wolf. Ja, 45 Mitglieder, wow.
So, wen muss ich denn jetzt da suchen? Den Urwurg 118, aber er heißt Evil Strike. Wo ist der Evil Strike? Oh, wieder epische Musik. Bin ich jetzt schon vorbei? Nein, da ist er! Huhu, wir haben ihn gefunden! Level 56! 135 von meiner Karte weg. Und jetzt schauen wir mal. Burg Evil Strike. Aber ich möchte erstmal kurz eben auf die Weltkarte gehen und schauen. Da ist er. 56 Ehre 1102 von den Wolf Empire. Genauso. Freiherr Evil Strike. Und jetzt schauen wir uns die Burgen an. Auch so tolle Sachen hier. Auch der Reiterstandbild von Evil Strike. Auch die Türme schon alle hochgebaut. Suche ich jetzt eine Bäckerei und finde sie. Also hier ist auf jeden Fall der Übungsplatz. Der Übungsplatz steht hier. Und das... Oh, Imperiumsjagdhütte. Okay. Seit wann heißt die denn Imperiumsjagdhütte? Nee, keine Bäckerei. Oder ich sehe sie jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Aber so eine Bäckerei auf 1... Nee, da steht sie doch. Oh mein Gott, ich nehme alles zurück. Bäckerei auf Stufe 2 steht hier. So, und deine AP. Ich habe gesehen, es sind keine Nahrungs-APs. Einer. Ein 6er Nahrung. AP Evil. Oh, ich liebe diese Musik. Auch eine Bäckerei auf Stufe 1 steht hier drin. Die Türme alles schon hochgebaut. Und du bist jetzt gerade dabei, die Parks in Schlossparks umzubauen. Sehr cool. So... Der Holz-AP, ich weiß nicht, ob du die vielleicht irgendwann mal abstoßen möchtest. Der ist ja auch noch nicht mal ganz ausgebaut, also ich denke mal, da wirst du nicht so viel reinbuttern. Und ist ja auch wichtig, dass man, wenn man in einer stärkeren Allianz ist, dass man auf jeden Fall wenigstens 6er Nahrungs-APs hat. So, andere möchten das nicht, das ist ja auch kein Problem. Du hast auf jeden Fall dich für Nahrung Holz-Stein entschieden. Und dann schauen wir jetzt mal den Stein-AP. Und der ist auch noch nicht ganz ausgebaut. Ach, guck mal hier, die ganzen Pranger. Alle schön in Reihe und Glied. Vor den Farmhäusern stehen die Pranger, damit die Leute sich immer, wenn die da rausgucken, hier aus den Farmhäusern, damit die immer sehen, was die denen blüht, wenn die nicht genug produzieren. Nicht wahr? Aber jetzt werde ich auf jeden Fall von meinen Schauergeschichten ablassen, denn letztens mein Gebet ist ja auch nicht ganz so gut angekommen. Ja? Lieber Evil Strike! Ich hoffe, du hast dich gefreut, dass du in meiner Burgenfolge dabei warst, in der ganz speziellen... Oh, guck mal, mit denen haben wir hier irgendwie eine... Oh, guck mal einer an. Wir haben mit denen ein Bündnis. Okay. Naja, gut, so ganz werde ich mich hiermit auch nicht auseinandersetzen. Ich wollte nur bis Level 10 bleiben. Irgendwie möchte ich immer auf jeden Fall Level 10 machen. Es wird nämlich danach auch keine weiteren Spieleraffe-Burgen-Zeitgeschichten geben hier, weil ich werde mich jetzt einfach auf die International 1-Karte dann spezifizieren. Ich und meine Versprecher oder meine, weiter. Jojo, juhu, ich freue mich, dass ich dich jetzt zeigen kann, liebe Johanna. Du hast mir dann doch noch deine Koordinaten geschickt. Du stehst auf der 715694 und ich finde es mega cool, endlich mal wieder ein Mädchen. Genau, Burg Johanna, Königin von Die Jagd, Level 44, Ehre 433. Oh, ich finde es immer schön, wenn sich Mädchen bei mir melden. Ich habe schon ganz oft wirklich ganz fiese Mails bekommen von wegen hier, das Spiel ist ein Jungenspiel und so und ne, stimmt gar nicht. Guck mal, die Mädels, die können wenigstens vernünftig richtig schön bauen, nicht so 0815 mäßig. Nee, hast schön gemacht. Wieso denn überall hier die Parks sind? Wieso denn nicht mal irgendwie, weil es ist ja die gleiche Größe. Kann ich genauso gut hier dann zwei Farmhäuser hinstellen. Sieht super schön aus. Eine Burgflächenerweiterung hast du noch vor der Brust. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Türme ausbauen auf Stufe 4. Ich sag dir, ich war so froh. Und ich habe es jetzt schon wieder vor der Brust. Irgendwann werde ich dann wieder an den Punkt kommen, ja, mit meiner kleinen Burg und muss dann schon wieder Türme auf Stufe 4 ausbauen. Du hast einen Glitzernahrung, einen 6er Nahrung und einen Holz, Stein. Schauen wir uns erstmal den 6er Nahrungs-AP an. Der ist noch nicht ganz so weit ausgebaut. Hier baust du gerade einen Park rein. Yay. Und hast auch die Farmhäuser schon schön hoch. Weißt auf jeden Fall, dass du hier ein paar mehr noch reinbauen kannst, ne? Denke ich mal schon. Eine Bäckerei steht hier drin. Und der Wachturm auf Stufe 1. Oh Gott, der sieht ja süß aus. So, schauen wir mal den Stein-AP. Den Stein. Irgendwie mit der neuen Cam hier, mit dem neuen Aufnahmeprogramm, finde ich, ist meine Stimme irgendwie immer so. Es ist immer so, als wenn ich nuscheln würde. Da baust du gerade einen Steinbruch auf Stufe 10. Wie ist denn der Architekt da? Ja, der Architekt ist da, auch bei uns auf der Karte. Aber ich habe ja noch nichts auszubauen mit dem Architekten. Du hast sogar hier, wo ist er? Du baust zwei Sachen gerade aus. Wo ist er?
Ihr wisst, was ich suche, ne? Ihr wisst genau, was ich suche. Ist er versteckt? Du baust doch hier gerade zwei Sachen aus. Da müssten auch auf jeden Fall, muss doch der Baukran hier irgendwo stehen. Wo ist er denn? Den hast du ganz gut versteckt hier. Nicht sichtbar für meine Augen. Ich sehe den Wachturm hier, aber irgendwie muss der Baukran hier mittendrin stehen. Oder ich bin zu blind. Kann auch sein. Oder ihr habt dieses Update noch gar nicht. Kann auch sein. Nee, doch, das Update habt ihr auch. Ich weiß ja, dass der 12 mir das mal erzählt hat. Er spielt ja auch hier auf der Karte und der ist ziemlich bekannt. Nicht nur durch meine Let's Plays, sondern auch durch seine, ja, rabiate Art, würde ich sagen, oder? Mein lieber Benny. Ja, Johanna, schöner AP. Jetzt schaue ich mir aber mal dein Prachtstück an. Der brennt, aber den hast du übernommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann musst du jetzt noch den Schutt wegmachen hier, weil guck mal, die Türme, die sind ja auch noch nicht, die sind ja auch schon hoch. Nice, dann kannst du sehr bald dann schon damit beginnen und hier hat dir auf jeden Fall jemand die Arbeit abgenommen. Einige schicke Sachen drin. Haben wir denn hier auch? Nein, haben wir keine Bäckerei. Sehr schade. Auf jeden Fall sehe ich sie jetzt gerade nicht. Aber ja, ein 8er Nahrungs-AP, wenn ihr genug Zeug zusammenfarmst, so klein bist du ja nun auch wieder nicht mehr, ne? Level 44, da geht's schon richtig heiß her. Alles Gute, meine Liebe. Ich hoffe, wir bleiben mal ab und zu in Kontakt und tauschen uns da ein bisschen aus. Denn du weißt ja, wir Mädels müssen zusammenhalten, ne? Gerade weil hier nicht so ganz viele Mädels vertreten sind, beziehungsweise sich nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Nein, das ist Schwachsinn. Nee, schön, danke, dass ich hier auf dem Spieleaffe-Server die Burgenfolge drehen durfte. Ich weiß, ihr habt lange jetzt drauf gewartet, aber es war jetzt natürlich nicht so einfach, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Folge auf Deutschland 1 machen würde. Da hätte ich ruckzuck meine Leute zusammen. Aber hier, das war nicht so ganz bekannt, dass ich hier eine drehen möchte und ist nicht so ganz irgendwie rübergekommen. Jetzt habe ich euch drei Leute gezeigt. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Für alle anderen, ihr dürft euch weiterhin bewerben für den International 1. Nächste Burgenfolge drehe ich jetzt gleich direkt im Anschluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, Sikowski.